Hallöchen, meine Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von StarCraft 2 Wings of Liberty. So, wir haben ja die letzte Folge gestern etwas abrupt beendet, alldieweil, das war nicht mehr zu gewinnen, da war nichts mehr dran zu machen. Wir müssen nochmal von vorne anfangen. Darum zurück zum Spiel. Ich habe die Mission mal komplett neu gestartet. Schlechte Neuigkeiten? Das klatsche ich alles da rein. So. Analyse des Suchmusters der Königin der Klingen abgeschlossen. Wir klatschen jetzt mal direkt 5 Leute noch mit rein. Das war bei 10 Erntern. Du kannst es einfach nicht gut sein lassen, oder Jim? Und das ist unsere Kaserne. Ja. Ich habe nicht vor, lange zu bleiben, meine Liebe. Aber ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass du die Artefakte in die Hände kriegst. Bauen wir direkt das da aus. Dann brauchen wir das Tech-Labor für die Goliaths. Ich übertrage Ihnen die Kontrolle über unsere Medivacs. Hier brauchen wir auch das Tech-Labor. Weil Bodenlufteinheiten für die Raumjäger, Herkules, das sind Massentransportschiffe. Also das direkt. Die Raiders sind hier. Wir sind gerettet. Und dann konzentrieren wir uns nur noch auf Einheiten, die sowohl Boden als auch Luftziele angehen können. Wir klatschen jetzt hier direkt wieder 3 Stück rein. Dann schnappen wir uns den hier rüber. Wir hoffen, er überlebt. Aber da waren, glaube ich, keine Luftabwehreinheiten gewesen. Deswegen einmal hier rüber. Rainus Raiders. Hui. Können wir sie aufsammeln? Das ist jetzt die große Frage. Bringt das was? Durchgeladen und entsichert. Die stehen hier. Wo ist der Notfall? Du, 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 du. Ach komm, die stehen hier relativ sicher. Fliegen los. Da bleibt's. Wir brauchen mehr Depots. Darum kümmern wir uns jetzt. Bauen wir direkt 3 Stück. Ach komm, noch eins. Jawohl. Und dann kannst du weiter arbeiten. Komm. Zack. BBF einsatzbereit. Ihr erntet weiter alle ab. Wir warten nur auf Sie. Wie sieht's hier aus? Die stehen da immer noch rum, ist logisch. Einmal ausladen. Hier ist Endstation. Was komm schon. Gibt's denn? Ich hätte gerne mehr Marines. Nicht genügend Mineralien. Einmal ein Schwung. Und wir brauchen dich nicht, dich nicht, dich nicht. Nur die Goliath-Läufer. Wegen Boden- und Luftzielen. Brauchen Fusionskern, das ist erstmal uninteressant. Und wir brauchen die Raumjäger wegen Angriff auf Boden- und Luftziele. Ja, Fusionskern, was ist ein Fusionskern? Ich brauche nochmal dich. Ich brauche noch unbedingt Maschinendock. Und der Fusionskern kann auch da. Dann noch 2 Stück. Und der Rest geht in die Goliaths. So zumindest das Ziel. Noch 9 Minuten. Sollte soweit klappen. WBF hoffentlich. Bereit. Ja, wenn WBF bereit, dann kann WBF arbeiten. Durchgeladen und entsichert. Das ist gut. Kerrigan steht da noch gedünstelt rum. Stimmt, die untersucht einfach jedes verlassene Gebäude. Wir müssen ja nur die einnehmen, die hier die großen sind. Und uns sofort darum kümmern. Was nicht passt, wird passend gemacht. Wie lange brauchst du denn noch für den Kern? So ein Scheiß.
direkt zwei Stück davon. Nochmal einen davon. Du komm mal hier hin. Du komm mal da hin. So, du musst schon mal darin einsteigen. Danke. Und was jetzt? Du baust mir ja die zwei Goliaths, da kannst du auch sofort da einsteigen. Bereit machen, Jungs! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merken, 8 Stück passen rein. Der Rest. Goliath da rein. Drei können dahin. Du baust mir jetzt ne. Bau mir mal noch so ein automatisiertes Dingsi-Bumsi. Noch gar nichts. Du versuchst etwas von mir zu verbergen. Nein. Würde ich niemals. Koordinaten übermitteln. Koordinaten empfangen. Maximaler Schub. Ich will doch niemals etwas vor dir verstecken. Dann brauchst du noch? Scheiße. Einsatzbereit. Können wir sie aufsammeln? Ausladen. Hier ist Endstation. Da. Ich höre, Kommander. Und da. Melde Bereitschaft. Und zusammen seid ihr die 1. So, alles auf die Ziele. Da ist noch irgendwas zum Kaputthauen. So. Du baust mir weiter. Goliaths. Noch einen vierten. Du baust mir nochmal Marines. Einer weniger. Weiter so, Jungs. Natürlich. Die Möbius-Datenkerne. Du wirst die restlichen niemals erreichen. Dahin? Ach, verdammt. Zumindest weiß ich nicht, wo die anderen Zentren sind. Los, schnell weiter zum nächsten. Angriffsformation. Zack. Zack. Ich brauche neue davon. Du steckst da fest, oder was? Nein. Ein Brutalisk. Stadtmann wollte, dass wir ihm so ein Ding zu Forschungszwecken mitbringen. Sieht aus, als könnten wir ihm den Wunsch erfüllen. Krabbel mal da rein. Und einer von euch krabbelt mal da rein. Ihr seid jetzt wieder meine 1. Meine Nummer 1. Da sollen wir hin. Kommen wir da? Sir, Sie unternehmen besser etwas gegen diesen Nidus-Wurm, bevor unsere Basis überrannt wird. Bereit. Brauchen wir, glaube ich, nicht viel unternehmen. Wie kaufe ich mir? Außer jetzt groß darauf gehen. Ich kümmere mich drum. Kanal offen. Einsteigen oder aussteigen? Können wir sie aufsammeln? Ja, halt da einmal durch. Einsatzbereit. Meine Nummer 1. Ich hätte gerne noch. Nicht genug Vespingas. Ja, das ist doch gerade am Pumpen. So, ich wollte hier noch was machen. Zack, zack. Nicht genug Vespingas. Noch meine Nummer 1. Und wir fliegen. Einmal hier rüber. Gehen sofort da drauf. Wo fliegen wir lang? Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Abmarschbereit. Und was jetzt? Im Standby. Was gibt's denn? Zack. Ich höre, Commander. Im Standby. Ziel erfasst. So, ruf da. Feuer frei! Sollte doch soweit alles klappen. Hoffe ich.
Abmarschbereit. Und wieder ab nach Hause. Im Anflug. Einsatzbereit. Dahin, warum ist der Gurt eigentlich blau und der ist rot? Kanal offen. Wer weiß, wer weiß. So, wir brauchen einen davon. Einmal das da. Hier konnten wir nichts bauen. Das geht nach unten. Ja, ich hätte noch gerne einen davon und noch mal einen davon. Und jetzt dürft ihr wieder da ernten gehen. Zack. Dich einmal da rein. Da wird gerade der große Truppentransporter gebaut. Vielleicht noch eins, zwei Goliaths. Und genug Marines kann man nie haben. Gerade Zahl ist besser. So, Kerrigan beschäftigt sich weiter mit den uninteressanten Gebäuden. Die klappert die nämlich alle ab, bevor es nach hier geht. Deswegen haben wir noch knapp 18 Minuten. Erfordert den Vertrag. Ach, haben wir den nicht abgeschlossen? Verdammt, müssen wir noch machen. Nach der Mission. Im Standby. Ja, und ich hole mir nochmal. Nicht genug Vespingas. Nicht genügend Vespingas. Ist ja gut. Ich brauche mal 150. Nee, weil den fetten Transporter, da würde ich jetzt nämlich hier mindestens zwei Goliaths reinklatschen und den Rest mit Marines auffüllen. Alles klar, Kleiner. Komm mal her. Zack. Komm nicht. Zack. Kommt noch was? Weiter, Jack, komm. Und. Durchgeladen und entsichert. Abmarschbereit. Wie wir sehen, da passen noch. Systeme funktionsfähig. Noch einer davon rein. So. Der baut uns noch den letzten Raumjäger. Hier können erstmal noch Marines gebaut werden. Wie viel? 1, 2, 3, 4. Dann haben wir nämlich wieder die Bevölkerungsgrenze erreicht. Und diese Pötte, ich glaube, diese Pötte sind es, die können ab dem nächsten, also dem, was jetzt demnächst rauskommt, mit dem letzten Add-on, Legacy of the Void, können die auch die großen Panzer transportieren. Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Angriffsformation. Bereit machen, Jungs. Hier komm ich. Im Standby. Das ist Steuerung 1. Kann's kaum noch erwarten. Kann ja wohl nicht wahr sein, ne? So, Nummer 1. Ich höre, Commander. Komm mal hier hin. Hey, hier drüben! Bewegung, Bewegung! Weil das sieht mir mehr danach aus, als hätte der noch Platz. Mit links. Hat er auch noch. Einsatzbereit. Koordinaten empfangen. Wird gemacht, Commander. Roger. Wo ist der Notfall? Ja? Hey, Mann! Wir könnten hier unten etwas Hilfe gebrauchen! Befehle erhalten! So, die stetzen sich hier einmal bitte durch. Aber sicher! Das ist Steuerung 1. Du hast noch nie einsehen können, wenn eine Sache verloren war, oder Jim? Dahin. Zack. Das ist Steuerung 1. Alles da rein, da rein, da rein, da rein. Zack. Dann kommt ihr hier hin. Upgrade durchgeführt. Da entladen. Ja. Da entladen. Koordinaten. Wir warten nur auf Sie. Zack. Kommt noch was? Festbleib. Bitte einmal durchkämpfen. Sie alle! Auf
Der hat gar keine Chance, den Nidus-Wurm irgendwas auszuladen. Ja. Mach sie alle. Aber sicher. Ja? Kommt noch was? Ich habe die erbärmliche Komödie deines Dr. Naru durchschaut. Ich weiß, was diese Artefakte wirklich sind. Na? Und sie werden mir gehören. Na, da sind wir uns noch nicht so sicher. Sie sind Kerrigan. Eins ist sicher, du wirst sie garantiert nicht in die Finger kriegen. Diese Königin der Klingen ist wirklich ein ganz schönes Ärgernis, oder? Ja, aber nur wenn du mir die Unwahrheit sagst, was deine Forschungsergebnisse angeht, die sind hundertprozentig. Es ist ja irgendwas faul dran, also, ne? Ich glaube, da braucht man nicht groß dran zu überlegen. Du bleibst noch hier stehen, weil hier sammeln wir uns gleich wieder. Damit wir nämlich zum dritten Punkt kommen. Denn wir haben da unten noch Einheiten rumfliegen. Bewegung! Und wir müssen uns ja auch wieder aufladen. Also, Kerrigan braucht jetzt eh noch 25 Minuten. Wir haben Zeit. Sir, ein weiterer Nidus-Wurm ist in der Nähe unserer Basis aufgetaucht. Wo? Ja, aber wie wir sehen, diesmal kommt ja unsere Verteidigung zurecht. Es kann losgehen. Können wir sie aufsammeln? Dahin? Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Quatsch. Ihr schafft das doch. Jetzt heult nicht rum. Ihr könnt vielleicht Wann? Noch zu... einfach weil es lustig wäre. Von mir aus. So einen aufbauen. Einfach weil es lustig wäre. Und noch einen Raketenturm. Da. Es kann losgehen. Danke. Drei Stück. Wir könnten hier etwas Hilfe acht. Doch, acht passen rein. Dann bauen wir uns nochmal einen davon. Weil den lassen wir jetzt hier für die Sunny-Arbeit. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann hier, wo angeblich sind ja hier bloß noch drei Stück, richtig? Richtig. Du bist ja sogar noch verzweifelter, als ich dachte. Warum? Du glaubst doch nicht wirklich, dass dein Plan auch nur den Hauch einer Chance hat. Klar. Hallo? Was erzählst du? Schade. Es kann losgehen. Das Spiel macht Spaß. Was gibt's denn? So, und du gehst hier hin. Der Rest geht da rein. Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd. Mach dir mal nicht ins Hemd. Bewegung, Bewegung! Bewegung! So, wollen wir mal schauen. Also, wir haben hier hundertprozentig... Moment, das ist alles... Bodenverteidigungseinheiten. Boden, Boden... Boden? Sind wir jetzt einfach mal so kackend dreist und sagen... Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Zack. Da alles ausladen. Ja? Roger! So, das sollte... Wow, bin mir erschreckt! Das ist immer noch Steuerung 1. Da haben wir einen Flieger verloren, glaube ich. Ja. Yep. Hey Rainers, nehmt uns mit! Hey Rainer, wir haben gesehen, dass sich bei Robs Waffenladen drüben was bewegt hat. Da könnten noch Überlebende sein. Wo? Mit links. Wir können hier etwas Hilfe gebrauchen. Das... Streitkräfte werden angegriffen. Funktioniert nicht so ganz, wie ich gerne hätte. Bewegung, Bewegung!
So, erstmal alle auf den, das darauf, alle auf das darauf. Und wir krabbeln weiter. Hier ein bisschen aufräumen, da ein bisschen aufräumen, da ein bisschen aufräumen, da die Luftverteidigung weg. Da das Glibberzeug weg. Da dann das da weg. Zap, 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 die ganzen Maden weg und das Gebäude weg. So, das da, das da, das da und nochmal da drauf. Ah. Bestätigt. Das letzte Datenzentrum ist zerstört. So. Wir sollten umgehend evakuieren. Wie evakuieren? Davon hast du nicht geredet. Na dann, Doktor. Vielleicht rücken Sie mal langsam damit raus, warum die Königin der Klingen so versessen auf diese Artefakte ist. Sie fürchtet ihre Macht, so wie sie die Xel'Naga fürchtet, von denen sie erschaffen wurden. Die Xel'Naga haben sowohl die Protoss wie auch die Zerg erschaffen, Commander. Sie waren die Götter ihrer Zeit. Jo, und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Und es sind, glaube ich, nur 20 Minuten. Also eine Folge, eine Mission. Ja, weiter geht's dann morgen mit der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Also bis dann. Ciao.